Einen schönen guten Abend und vielen Dank, dass Sie auch heute wieder reinschauen. Und das sind die Themen an diesem Mittwoch in Euronews am Abend. Letzte Hoffnung im Brexit-Streit. May sucht Annäherung an die Opposition. Angespannte Stimmung in der Türkei nach der Kommunalwahl. Jetzt werden die Stimmen nachgezählt. Und Flüchtlingstod im Mittelmeer. 250 Organisationen appellieren in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker plädiert für eine Verschiebung des Brexits. Aber nur, wenn in London vor dem 12. April eine stabile Mehrheit für den Austrittsvertrag zustande kommt. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht für Verschiebung derzeit keinen Grund. Zurückhaltung beim deutschen Außenminister Heiko Maas. Das sind einige Reaktionen auf Theresa Mays jüngstes Kompromissangebot an die Opposition. Wie geht es weiter? Hier die neuesten Entwicklungen im Brexit-Krimi. Seit Wochen keine Mehrheit für ihren Deal, für die Alternativen auch nicht. Gemeinsam mit der Opposition sucht Theresa May einen Ausweg aus dieser Brexit-Sackgasse. Hinter verschlossenen Türen beriet sie sich rund eine Stunde lang mit Labour-Chef Jeremy Corbyn. Details wurden nicht bekannt. Zuvor waren die beiden in der wöchentlichen Fragestunde im Unterhaus aufeinander getroffen. Es gibt einige Bereiche, bei denen wir uns einig sind. Wir wollen einen Brexit mit einem Deal. Wir wollen den Erhalt von Arbeitsplätzen und das Ende der freien Zuwanderung von Arbeitnehmern. Wir erkennen beide die Bedeutung des Austrittsabkommens an. Jetzt wollen wir einen Weg nach vorn finden und so die Unterstützung dieses Hauses erhalten. Wir wollen in Sachen Brexit abliefern. Und die Zeit drängt. Bis zum 10. April wollen Corbyn und May ihren Kompromiss präsentieren und Brüssel um eine erneute Brexit-Verschiebung bitten. Wir müssen eine gemeinsame Position im Parlament finden, mit der wir das Austrittsabkommen unterstützen und sicherstellen können, dass wir die EU am 22. Mai verlassen, vor den Europawahlen, damit wir an diesen nicht mehr teilnehmen müssen. Aber das schaffen wir nur, wenn wir uns zusammensetzen und eine Lösung finden, die vom Unterhaus unterstützt wird. Der aktuelle Austrittstermin ist am 12. April. Corbyn begrüßte das Gesprächsangebot, machte aber klar, dass er der Premierministerin nichts schenken wird. Ich freue mich darauf, Sie später zu treffen und schätze Ihre Bereitschaft, einen Kompromiss zu finden, um die Brexit-Blockade zu durchbrechen. Corbyn plädiert anders als May für eine Zollunion mit der EU, also einen weichen Brexit. Ein Schreckensszenario für die Hardliner unter den Tories, denen ein No-Deal lieber wäre. Sie fühlen sich von May verraten. Letzte Woche noch hat die Premierministerin hier in diesem Raum gesagt, die größte Bedrohung für unser Ansehen in dieser Welt, für unsere Verteidigung und für unsere Wirtschaft sei der Oppositionsführer. Und auch innerhalb der Labour-Partei ist man skeptisch. Der Verdacht, May suche nur den Dialog, um ihr Scheitern am Ende der Opposition in die Schuhe zu schieben. Die EU-Kommission hat Firmen vor weitreichenden Folgen im Falle eines ungeregelten Austritts Großbritanniens aus der EU gewarnt. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici erklärte in Brüssel, Großbritannien werde dann ein Drittstaat und dies bringe radikale Veränderungen mit sich. Es gäbe dann selbstverständlich Grenzkontrollen. Lassen Sie mich offen sprechen, mir sind strenge Kontrollen lieber. Lastwagenschlangen müssen dann eben in Kauf genommen werden. Besser das als eine sanitäre Krise oder illegale Grenzübertritte. Die Sicherheit der EU-Bürger hat absolute Priorität. Die EU will die Grenze zwischen ihrem Mitglied Irland und dem britischen Nordirland zwar offen halten, zum Schutz des Binnenmarkts müsste es aber wohl Kontrollen geben, so Moscovici. Wenn es keinen geregelten Brexit gibt, dann müssen die EU und Großbritannien natürlich ihre jeweiligen Märkte schützen. Sie müssen ihre Verbraucher schützen. Daher müssen dann natürlich auch Grenzkontrollen durchgeführt werden. Da brauchen wir nicht darum herumreden. Im Fall von Irland ist es unser Ziel, diese Kontrollen so zu organisieren, dass sie so glatt wie möglich ablaufen.
Die Grenze zum Mitglied Irland ist einer der Hauptstreitpunkte zwischen der EU und Großbritannien. In der Türkei geht der Streit um den Sieg bei den Kommunalwahlen in Istanbul und Ankara weiter. Die regierende AKP will das vorläufige Ergebnis nicht anerkennen und neu auszählen lassen. Die Stimmung ist angespannt. Kirsten Ripper berichtet. In der Türkei hat die regierende AKP in Istanbul und in Ankara in allen Wahlkreisen Einspruch gegen das Ergebnis der Kommunalwahlen eingelegt. In Istanbul, wo einst Recep Tayyip Erdogan Bürgermeister war, war das Ergebnis äußerst knapp. Der Präsident hatte sich im Wahlkampf sehr engagiert und den Urnengang zu einer Schicksalswahl für das Land erklärt. Die Menschen sind vor allem wegen der Wirtschaftskrise enttäuscht. Der Präsident ist verantwortlich. Wer sonst? Er ist schuld, wenn ein Rentner 15 Lira für ein Kilo Auberginen bezahlen muss und sich nichts anderes leisten kann. Es bleibt nichts übrig für die Miete, die Kinder, die Enkel. Der Istanbuler Stadtteil Beşiktaş ist eine Hochburg der sozialdemokratischen Oppositionspartei CHP. "17 Jahre lang hat die AKP alles verändert, das System, die staatlichen Strukturen, die Werte, das, woran die Leute glauben. Sehr viele Leute sind nicht zufrieden mit diesen Veränderungen." Nach der Wahl kam es auch zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern von AKP und CHP. "Wir mussten wegrennen und uns in ein Café flüchten. Wir wollten gerade ein Interview mit einem CHP-Anhänger führen, als AKP-Anhänger vorbeikamen. Sie warfen uns vor, wir würden provozieren. Dann kam es zu Gewalt. Und hier sind wir in einem der liberalsten Stadtteile von Istanbul. Das vermittelt einen Eindruck davon, wie angespannt die Stimmung hier jetzt ist." In anderen Stadtteilen haben die Menschen mehrheitlich für die AKP gestimmt. Hier sind viele religiös. Cefat Firat, dem das Café gehört, meint, Istanbul habe Erdogan viel zu verdanken. Flughäfen, Tunnel und Straßenbahnen. Aber für alle ist das Leben jetzt schwerer. "Es liegt an der falschen Politik. Deshalb hat die AKP Stimmen verloren. Alle Stimmen, die sie haben, waren für den Präsidenten, nicht für die Mitglieder an der Basis." Viele hier meinen, dass Erdogan noch immer sehr populär ist. "Ich bin für die AK-Partei, weil es Erdogan ist. Das sage ich schon immer. Und es geht auch um die Politik. Meine Schwestern und meine Mutter tragen Kopftuch. Sie werden von der Politik unterstützt." Mohammed ist 20. Seit er denken kann, war die AKP in Istanbul an der Macht. Das wird jetzt wahrscheinlich anders. Die Pflicht zur Seenotrettung sei Völkerrecht und das Recht auf Leben nicht verhandelbar, heißt es in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel, den mehr als 250 zivilgesellschaftliche Organisationen unterschrieben haben. Dazu Johannes Pleschberger. Angesichts der vielen ertrunkenen Flüchtlinge im Mittelmeer haben mehr als 250 zivilgesellschaftliche Organisationen Angela Merkel zum Handeln aufgefordert. Europäische Politiker würden die Seenotrettung unmöglich machen und somit tausendfaches Sterben in Kauf nehmen. In ihrem offenen Brief an die Kanzlerin fordern NGOs wie Ärzte ohne Grenzen nun klare Maßnahmen. "Dass die Seenotrettung durchgeführt werden muss, dass die Menschen, die gerettet werden, an sichere Orte gebracht werden, dass sie dort aufgenommen werden und dass niemand mehr auf der tödlichsten Fluchtroute, im Moment tödlichsten Fluchtroute der Welt, über das Mittelmeer nach Europa sterben muss. Und da erwarten wir uns von Frau Merkel auch ein Zeichen gegenüber den anderen europäischen Ländern und ihren Kolleginnen und Kollegen." Laut den Vereinten Nationen ist die Flucht über das Mittelmeer im vergangenen Jahr noch lebensgefährlicher geworden. Jeden Tag kamen dabei im Durchschnitt 6 Menschen ums Leben. Grund dafür sei die Einschränkung der Such- und Rettungseinsätze. Zuletzt hatte auch die EU ihren Marineeinsatz Sophia gestoppt und kann nun keine Migranten mehr aus Seenot retten.
Erstmals in der Geschichte der US-Stadt Chicago ist mit Lori Lightfoot eine Afroamerikanerin zur Bürgermeisterin gewählt worden. Die Juristin übernimmt das schwierige Amt in einer Stadt, in der Kriminalität und Korruption zum Alltag gehören. Der Bericht von Clarissa Herrmann. Lori Lightfoot, eine politische Newcomerin, wurde zur ersten schwarzen Bürgermeisterin von Chicago gewählt. Ihren Anhängern sagte sie, die Jungen und Mädchen Chicagos könnten nun eine Stadt auferstehen sehen. Eine Stadt, in der es egal ist, welche Hautfarbe du hast. Und in der es ganz sicher egal ist, wie groß du bist. Die 56-Jährige ist die erste offen homosexuelle Politikerin, die an die Spitze der drittgrößten Stadt der USA gewählt wurde. Eine Stadt, in der es egal ist, wen du liebst, solange du liebst. Lightfoot hat mit 74% der Stimmen gewonnen. Ihr Sieg gilt als klarer Ruf nach Veränderung. Die Juristin bezeichnet sich selbst als unabhängige Reformerin. Sie gewann gegen die 72 Jahre alte Toni Preckwinkle, ebenfalls Demokratin und ebenfalls Afroamerikanerin. Preckwinkle steht für die etablierte politische Elite. Sie war fast 20 Jahre lang Stadträtin. Obwohl ich enttäuscht bin, bin ich nicht entmutigt. Chicago kämpft seit Jahren gegen Korruption, gegen Gewaltexzesse krimineller Banden und gegen ungleiche Lebensumstände für Schwarze und Weiße. Es wird enger für den venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaidó. Die regierungstreue, verfassungsgebende Versammlung hat ihm die parlamentarische Immunität entzogen. Dennoch gibt er sich kämpferisch. Öffentliche Auftritte sollen ihn nun vor der drohenden Verhaftung schützen. In Venezuela hat die von den regierenden Sozialisten kontrollierte verfassungsgebende Versammlung dem selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó die parlamentarische Immunität entzogen. Die Abgeordneten, die mit der Genehmigung dieses Dekrets einverstanden sind, tun dies mit dem üblichen Signal. Genehmigt. Dies genehmigt formell die Fortsetzung des Prozesses. Die Versammlung gab damit einem Antrag des obersten Gerichtes statt. Nach dem Verlust der Immunität könnte der Oppositionsführer verhaftet werden. Das oberste Gericht wirft Guaidó vor, gegen eine gegen ihn verhängte Ausreisesperre verstoßen zu haben. Guaidó selbst zeigte sich unbeeindruckt. Er will weiter für einen Machtwechsel in dem südamerikanischen Land kämpfen. Sie glauben, dass sie weiterhin mit Razzien, mit Berufsverbot und mit Entführung drohen können. Offensichtlich irren sie sich. Sie irren sich, weil wir, das venezolanische Volk, ihnen weiterhin die Stirn bieten werden. Und wir werden es so lange tun, bis wir definitiv die Freiheit dieses Landes erreicht haben. Am Dienstag überwanden zahlreiche Venezolaner im Westen des Landes Grenzkontrollen, um ins Nachbarland Kolumbien zu gelangen. Sie kletterten über einen von venezolanischen Sicherheitskräften quergestellten Container. Venezuela leidet unter einer schweren Versorgungskrise. Über 3 Millionen Menschen haben deshalb ihre Heimat bereits verlassen. In einem Streit um die Lieferung von Hilfsgütern hatte der sozialistische Staatschef Nicolás Maduro die Grenze zu Kolumbien Ende Februar schließen lassen. Was geschieht nach dem Brexit? Das fragen sich die Menschen in Gibraltar. Immerhin gibt es jetzt eine Bestätigung zum Status, Gibraltar sei als britische Kolonie zu betrachten. Das zumindest fordert der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des EU-Parlaments. Die EU betrachtet Gibraltar als britische Kolonie. Dafür hat sich der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des EU-Parlaments ausgesprochen. Nach monatelangen Verhandlungen setzte Spanien durch, dass Gibraltar in der Reform des Visaregimes, die nach dem als wahrscheinlich angesehenen Fall eines harten Brexits in Kraft treten soll, in einer Fußnote als Kolonie der britischen Krone bezeichnet wird. Die Einschätzung Gibraltars als Kolonie war lange ein Streitpunkt, der erst dann entschärft wurde, nachdem der britische Unterhändler Claude Moraes entlassen worden war. Ohne Moraes am Tisch war die Verständigung möglich. Wenn bei einer Uniprüfung die Teilnehmer zu gut abschneiden, liegt das nicht unbedingt an ihren herausragenden Kenntnissen, sondern irgendwas war faul. Das mussten Jurastudenten an der Uni Salzburg zu ihrem Leidwesen erfahren. Juristische Fakultät an der Universität Salzburg, Europarechtsprüfung. Extrem gute Leistungen bei 30% aller Prüfungskandidaten. Das ist weit über dem Durchschnitt.
Es wird ein unerlaubter Zugriff auf die Universitätsserver vermutet. Das Examen wird annulliert. Dann aber die Erkenntnis, aufgrund unterschiedlicher Farbschattierungen waren die richtigen Antworten auf den Prüfungsbögen erkennbar. Es ist sicherlich kein Zeichen höchster Kompetenz, aber es ist einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass es passiert ist und das tut uns sehr, sehr leid. Vizedirektor Erich Müller beharrt auf der Annullierung der Prüfung. Eine faire und korrekte Benotung sei nicht mehr möglich. Die Studenten wollen das nicht hinnehmen. Ein Fehler, den die Fakultät begangen hat, für den werden dann die Studierenden bestraft. Im Endeffekt müssen die Studenten das jetzt ausbaden. Der Sozialdemokratische Studentenverband will gegen die Entscheidung vorgehen. Wir werden rechtlich alles prüfen, mit unserer rechtlichen Vertretung, mit unserem Anwalt in Wien, wie weit wir für die Studierenden etwaige Zahlungen oder etwaige Rechtsmittel ausschöpfen können. Die Universität allerdings bleibt dabei. Die Prüfung in Europarecht wird Ende April nachgeholt. Soweit unser Nachrichtenüberblick an diesem Mittwoch. Vielen Dank für Ihr Interesse. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite und in den sozialen Netzwerken. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Ihnen noch einen schönen Abend.